BWL 2 Prüfungsvorbereitung, Investitionen und Finanzierung. Geldstrom und Güterstrom laufen entgegengesetzt. Investition heißt Verwendung finanzieller Mittel, Verlustrisiko. Finanzierung heißt Bereitstellung finanzieller Mittel, Kapitalbereitstellung. Investition und Finanzierung sind zwei Seiten einer Medaille. Investitionsarten beziehen sich auf Sach-, Finanz- oder immaterielle Investitionen und schließen auch einen Unternehmenskauf mit ein. Die Gesamtheit aller Finanzierungsmöglichkeiten lässt sich in Mittelbereitstellung, In- und Außenfinanzierung und Rechtsstellung der Kapitalgeber, Eigenkapital versus Fremdkapital, unterteilen. Es gibt Zielkonflikte in der Finanzwirtschaft hinsichtlich Liquidität und Eigenkapital sowie Rentabilität. Das Kriterium der Liquidität hat gegenüber Rentabilität Vorrang, da Illiquidität ein Insolvenzgrund ist. Investitionsplanung beinhaltet die Optimierung, Realisierung und Kontrolle. In der Unternehmensgesamtplanung hat die Investitionsplanung ein hohes Gewicht durch a. hohen Kapitaleinsatz, b. langfristige Kapitalbindung und c. weitreichenden Wirkungen in andere Unternehmensbereiche. Investitionen können auch zu Fehlinvestitionen führen, wenn zum Beispiel Prioritäten falsch gesetzt werden. Die Investitionsplanung gliedert sich in drei Phasen: Planung, Realisation und Kontrolle. In der Investitionsplanung ist die Investitionsrechnung die Hauptentscheidungshilfe bei Investitionsentscheidungen. Sie kann die Vorteilhaftigkeit eines Investitionsobjektes ermitteln. Die Planungsschritte einer Investition können auf Projektebene detailliert werden. Zusammengefasst münden sie in das Investitionsbudget der Organisation. Auf strategischer Ebene werden die Einzelbudgets in einen langfristigen Investitionsplan überführt. Investitionsplanung beinhaltet die Optimierung, Realisierung und Kontrolle. Optimierung der Investitionsentscheidung, Realisierung des Investitionsprojekts, Kontrolle des Investitionsprojekts. Hintergrund zur Investitionsplanung. In der Unternehmensgesamtplanung hat die Investitionsplanung ein hohes Gewicht durch hohen Kapitaleinsatz, langfristige Kapitalbindung, weitreichende Wirkung in andere Unternehmensbereiche. Achtung! Gefahr der Fehlinvestition. Investitionsfolgen sind für den Produktions-, Absatz- und Finanzierungsbereich zu berücksichtigen. Fehlinvestition. Tatsächliche Kapitalrückflüsse bleiben soweit hinter den Erwartungen zurück, dass man sich nachträglich betrachtet mit der Unterlassensalternative besser gestellt hätte. Begriffe und Ziele der Investitionsplanung. Erstens: Investition. Langfristige Bindung von Geld in einem Projekt. Zweitens,
Entscheidung. Bei unterschiedlichen Investitionsprojekten die attraktivste Alternative identifizieren. Drittens, deskriptive normative Entscheidungstheorie. Wie Entscheidungen tatsächlich zustande kommen, beziehungsweise wie im Idealfall zu entscheiden ist. Vorteilhaftigkeit und Unsicherheit. Absolut. Die Durchführung eines Investitionsprojekts ist isoliert sinnvoll. Relativ. Welches Investitionsprojekt soll bei der Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen absolut vorteilhaften Investitionsprojekten durchgeführt werden? Unsicherheit. Falls bei Investitionsentscheidungen für mindestens eine Entscheidungsalternative mehrere Ergebnisse möglich sind, beziehungsweise Modellannahmen die Realität nicht widerspiegeln, zum Beispiel vollständige Information, rational handelnde Wirtschaftssubjekte etc. Definition der Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung hat die Aufgabe, die finanziellen Wirkungen einer geplanten Investition zu prognostizieren und die dabei gewonnenen monetären Daten so zu verdichten, dass eine zielkonforme Investitionsentscheidung getroffen werden kann. Der Investitionsplanungsprozess gliedert die Planung in drei Phasen. Der Prozess beinhaltet drei Schritte und im ersten Schritt der Planung erfolgt die Investitionsrechnung. Erstens Planungsphase mit der Zielanalyse, der Problemanalyse, der Alternativensuche, der Wirkungsprognose, der Bewertung und der Entscheidung. Dies beinhaltet auch in der Bewertung die Investitionsrechnung. Dies ist die Hauptentscheidungshilfe bei Investitionsentscheidungen. Ziel: finanziell sinnvoll, Mehrwert zum Unternehmenswert, Berechnung der Vorteilhaftigkeit eines Investitionsobjekts. Zweitens Realisationsphase und drittens Kontrollphase. Planungsphase. Zielanalyse. Das Ziel der langfristigen Gewinnmaximierung. Die Problemanalyse. Die Unternehmens- und Umweltsituation. Die Alternativensuche. Sachinvestition. Kapazitätserhöhend oder nicht kapazitätserhöhend. Ersatzinvestition, Rationalisierungsinvestition und die Erweiterungsinvestition können hier resultieren. Die Wirkungsprognose. Fragen der nach gewinnmäßigen Auswirkungen einer Investition vor dem Hintergrund der Unterlassungsalternative. Die Bewertung. Investitionsrechnung gleich Basis für Investitionsentscheidungen. Die Ersatzinvestition. Kein Einfluss auf die Erlösseite. Die Rationalisierungs-Erweiterungsinvestition. Davon wird die Erlösseite betroffen sein.
Entscheidung. Ergebnis monetärer und nicht monetärer Beurteilungsmaßstäbe. Realisierungsphase. Als Basis dieser dient das in 1.6 Entscheidung verabschiedete Investitionsprojekt. Einhaltung der technischen Standards, Einhaltung des geplanten Finanz- und Zeitrahmens, Einbindung von Schlüsselstakeholdern im Rahmen der Realisierung und Ähnliches gehören hierzu. Die Kontrollphase. Geplante Erfolgsbeiträge aus der Bewertungsphase überprüfen. Der Soll-Ist-Vergleich zwischen geplanten und tatsächlich eingetretenen Erfolgsbeiträgen. Bei negativer Ist-Abweichung gegensteuern. Erfahrungen aus der Soll-Ist-Analyse verbessern zukünftige Prognosen. Die Planungsschritte können auf Projektebene detailliert werden. Zusammengefasst münden sie in das Investitionsbudget der Organisation. Die Ebene der Investitionsplanung. Es gibt die strategische, taktische und taktisch-operative Planungsebene. Die Planungsgegenstände sind darin unterschiedlich und übergreifend. Strategisch zum Beispiel Erstellen eines langfristigen Investitionsplans 5 bis 10 Jahre. Taktisch Verabschiedung eines einjährigen Investitionsplans mit Investitionsbudget. Taktisch operativ Entscheidung über einzelne Investitionsprojekte für einen gewissen Zeitrahmen, wie zum Beispiel 4 Jahre. Fallstudie, Ebene der Investitionsplanung. Die Property Management AG möchte zukünftig und langfristig weitere Immobilien kaufen, um sie als Bürofläche an Geschäftskunden zu vermieten. Sie plant für die nächsten 3 Jahre 10 Millionen Euro hierzu zur Verfügung zu stellen. Geplant sind 3 jeweils ähnlich große Investitionsvorhaben. Für die Projektdauer sind jeweils 1 Jahr geplant. Die Vorhaben können aufgrund der Komplexität nur nacheinander bearbeitet werden. Bewusst entscheidet man sich für 2 bis 3 kleinere Immobilien, also das Investitionsprojekt umfasst 2 bis 3 kleinere Immobilien, pro Vorhaben. Welche zentralen Fragestellungen hinsichtlich der Planung möchte Sie als Assistentin des Vorstands Ihrem Chef beim nächsten Planungstreffen mit auf den Weg geben? Unterscheiden Sie hierbei zwischen den 3 Ebenen der Investitionsplanung. So. Die 3 Ebenen sind strategisch, taktisch und operativ. Operativ, ja. Strategisch. Fit zur Gesamtstrategie gegeben, also die Zustimmung. Finanzierungskonflikte mit anderen Unternehmensbereichen berücksichtigt. Charakter der langfristigen Kapitalbindung bedacht. Taktisch. Ist das geplante Investitionsbudget realistisch? Wurden monetäre und nicht monetäre Aspekte beachtet? Sind die Entscheidungen für jedes Investitionsprojekt schlüssig? Operativ. Kriterien für die Auswahl der 2 bis 3 Immobilien geklärt. Führt die Investitionsrechnung zum Ergebnis investiere?
Sind die Wirkungsprognosen erstellt, die später kontrolliert werden können? Wir kommen zu den statischen Verfahren der Investitionsrechnung. Stichpunkte. In den statischen Verfahren der Investitionsrechnung wird jeweils eine Referenzperiode betrachtet und Durchschnittsergebnisse werden gebildet. Der Zeitwert von Geld wird in diesem Verfahren nicht beachtet. Zu den statischen Verfahren gehören die Kostenvergleichs-, Gewinnvergleichs- und Rentabilitätsvergleichsrechnung sowie die Amortisationsrechnung. Die Aufgabe der statischen Verfahren ist das Prognostizieren und Bewerten eines künftigen Investitionserfolges. Dabei wird der vollständige Kapitalmarkt vorausgesetzt. Korrekturen in den Prämissen, zum Beispiel konstante versus nicht konstante Erlöse, können zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Kosten- und Gewinnvergleichsrechnung führen. Würdigung. Restriktive Prämissen stehen dem Treffen optimaler Investitionsentscheidungen im Wege. Aufgrund des geringen Prognoseaufwandes gelten sie als Praktikerverfahren. Die Gewinnvergleichsrechnung baut auf die Kostenvergleichsrechnung auf. Die Kostenvergleichs- und Gewinnvergleichsrechnung führt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Kostenvergleichsrechnung orientiert sich nur an niedrigen Kosten. Gewinnvergleichsrechnung orientiert sich immer am Gewinn und enthält mehr Informationen. Hier eine Übersicht, um statische und dynamische Verfahren in den Vergleich zu setzen. Bei den statischen Verfahren gibt es die Referenzperiode, das Rechnungswesen mit der Kosten-Leisten-Rechnung, kein Zeitwert von Geld wird mit einbezogen und Durchschnittsergebnisse werden gebildet. Die dafür wichtigen Rechnungen sind die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung, die Rentabilitätsvergleichsrechnung und die Amortisationsrechnung. Wir kommen zu den Begriffen und Zielen der Investitionsrechnung. Der Kalkulationszinssatz. Zinssatz, den ein Investor mindestens von seiner Investition erwartet. Eine Art Marktzins, welcher der Investor mindestens von einer Investition erwartet. Der Barwert. Alle Zahlungen werden mit dem Zinsfuß P% auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst, Gegenwartswert. Endwert. Alle Zahlungen werden mit dem Zinsfuß P% auf den Endzeitpunkt des Planungshorizontes letztes Jahr aufgezinst. Vollständiger Kapitalmarkt, Kapital zu jeder Zeit und jeder Menge verfügbar. Die Ex-ante-Rechnung unterstützt allgemein die Investitionsentscheidung. So, wir haben hier eine Anschaffungsauszahlung von 1000 Euro, die in T0 vermerkt wird, sowie eine Kreditaufnahme in T0 von 1000 Euro. Dann gibt es im ersten Jahr eine Einzahlung von 500 Euro und eine Auszahlung von 400 Euro. Auszahlung
AT sind Lohn, Material etc. und die Einzahlung ET sind Umsatzerlöse. In T2 haben wir dann Umsatzerlöse von 900 Euro und Auszahlung von 200 Euro. Wir haben dann einen Liquidationserlös der Anlagen von 600 Euro, weil wir vielleicht irgendwas verkauft haben. Dann erfolgt eine Kredittilgung von 1000 Euro in T2. Wir haben einen Fremdkapitalzins der Kreditaufnahme von 10% und die Investitionsdauer, wie hier angegeben, um fast 2 Jahre. Investitionsplan. Wir haben die Zeitpunkte T0, T1 und T2. In T0 haben wir den Geldzufluss und die Anschaffungsauszahlung. Plus 1000, minus 1000. In T1 haben wir die Einzahlung, also Umsatzerlöse von 500 Euro und unsere Ausgaben, Löhne und Gehälter von 400 Euro. Dann haben wir die Fremdkapitalzinsen in der ersten Periode, T1 von 100 Euro. In T2 haben wir am Ende des Geschäftsjahres einen Bestand von Schulden und Guthaben von 0. In T2 haben wir Einzahlungen von 900 Euro Umsatzerlöse und Auszahlungen von 200 Euro für Löhne und Gehälter. Die Fremdkapitalzinsen in der zweiten Periode sind wieder 100 Euro. Und es kommen Liquidationserlöse durch Verkauf von einer alten Anlage von 600 Euro dazu. Wir tilgen den Kredit mit 1000 Euro. Am Ende des Geschäftsjahres haben wir ein Guthaben von 200 Euro erreicht. Statische Verfahren der Investitionsrechnung Einführung. Ex-ante-Betrachtung haben oftmals einen sehr hohen Prognoseaufwand. In der Unternehmenspraxis haben sich vereinfachte Rechenverfahren etabliert, statische Unternehmensrechnung. Gelten als Praktikerverfahren und haben einen geringen Prognoseaufwand. Restriktive Prämissen stehen dem Treffen optimaler Investitionsentscheidungen im Wege. Denn statische Verfahren wie die Kostenvergleichsrechnung haben in der Rechengröße nur die Kosten und eine Anzahl an Planungsperioden. Die Gewinnvergleichsrechnung hat als Rechengröße die Kosten und Erlöse und auch nur eine Planungsperiode. Die Rentabilitätsvergleichsrechnung hat auch Kosten und Erlöse als Rechengröße, aber auch nur eine Planungsperiode. Die Amortisationsrechnung hat als Rechengröße die Einzahlung und Auszahlung und mehrere Planungsperioden. Die Kostenvergleichsrechnung. Vergleich der Kosten ohne Betrachtung der Erlöse. Vorteilhaftigkeit einer Ersatzinvestition. Vorteilhaftigkeit vergleichbarer Ersatz- oder anderer Investitionen. Bedingung, vergleichbare, gleich hohe Erlöse. Bemessung der Kosten.
Kalkulatorische Abschreibung AK durch ND. Kalkulatorische Zinsen. In Klammern, Doppelklammer AK durch 2, Klammer zu, plus I. Heißt so viel wie Anschaffungskosten durch ND. Das weiß ich auch nicht mehr. Anschaffungskosten durch 2 plus I ist Zeit. Kostenfunktion Kx gleich Kf plus Kv mal x. Kosten mal x gleich Kosten F weiß ich auch plus Kv mal x. Schema der Kostenvergleiche auf Basis der Gesamtkosten. Okay. N sind, glaube ich, die Periodendauer. Also die Jahre, über wie viele Jahre abgeschrieben wird. I ist ja auch, kalkulatorische I ist ja auch Zeit. Durch 2 mal plus I. Ja, müsste passen. Wir haben hier eine Fallstudie zum Thema Kostenvergleichsrechnung. Die Property Management AG plant zur Raumpflege eine leistungsstarke Reinigungsmaschine anzuschaffen. Es stehen zwei Varianten zur Auswahl. Erstens, welche Maschine ist auf Basis der Kostenvergleichsrechnung anzuschaffen? Zweitens, geben Sie auch die jeweilige Kostenfunktion an? Drittens, ab wie vielen Betriebsstunden wird die bevorzugte Maschine kostengünstiger als die andere. So. Dann haben wir die Ausgangsdaten mit den Anschaffungskosten, der Nutzungsdauer, dem Restwert und dem Zinssatz, die fixen Kosten mit den Bereitstellungskosten, den sonstigen fixen Kosten und den Instandhaltungskosten, sowie die variablen Kosten mit Reinigungsmitteln, Energie und sonstigen variablen Kosten und die geplanten Betriebsstunden. Das setzt man in eine Tabelle und zeigt die beiden Maschinen nebeneinander an, um einen Überblick zu haben, was wie viel kostet. So. Dann rechnet man das Ganze aus. Und zwar nimmt man dann von jeder Maschine die kalkulatorischen Abschreibungen und teilt diese durch die Nutzungsdauer. Dann nimmt man die kalkulatorischen Zinsen und setzt sie in die Formel Anschaffungskosten geteilt durch 2 und das Ergebnis mal I, also dem Prozentsatz, 8% in diesem Fall. Ja, das veranschaulicht man dann nochmal. Rechnet das alles aus, die Summe Fixkosten und die Summe der kompletten Kosten. Und dann weiß man, welche Maschine auf Dauer günstiger ist in der Anschaffung. Ne? Komplett so, die Kosten. In diesem Fall ist die Maschine A nach der Kostenvergleichsrechnung der Gewinner. Kostenfunktion Kx durch A, also 39.600 mal 3,2x.
3900 plus 4,2x. Dann Kostenfunktion gleichsetzen. Ab 600 Stunden wird Maschine A kostengünstiger als Maschine B. X hier offensichtlich die Betriebsstunden. Ich habe noch einen Fehler entdeckt. Die Gewinnvergleichsrechnung. Die Vorteilhaftigkeit von Investitionen. Neben der Kostenperspektive kann so auch das Erlöspotenzial in die Entscheidung eingebunden werden. Ermittlung der Gewinne für repräsentative Perioden. G gleich E minus K. Gewinn gleich Erlöse minus Kosten. Hierzu wieder eine Übung mit der Property Management AG. Diese plant nun zur Raumpflege eine leistungsstarke Reinigungsmaschine anzuschaffen. Es steht die Maschine A und B zur Verfügung. A erwirtschaftet 36,10 Euro pro Stunde und B 37,40 Euro. Welche Maschine ist auf Basis der Gewinnvergleichsrechnung anzuschaffen? So. Hier sehen wir uns jetzt an die Kosten. Die Erlöse und der Gewinn. Ganz klar, der Gewinn bei Maschine B ist höher. Wie lassen sich die Ergebnisse zur Empfehlung für Maschine A und B hinsichtlich der Investitionsentscheidung zusammenfassen? Bei einer Nutzung von über 600 Stunden ist die Maschine A laut Kostenrechnung zu empfehlen und nach der Gewinnrechnung Maschine B. Der Gewinn ist die entscheidende Größe. Die Gewinnvergleichsrechnung beinhaltet die Kostenrechnung, also Maschine B. Die Erlösbetrachtung ist wichtig für eine belastbare Aussage. Das höhere Erlöspotenzial von Maschine B überkompensiert die relativ höheren Kosten aus der Kostenvergleichsbetrachtung. Kostenvergleichsrechnungsbetrachtung. Langes Wort. Willkommen zum statischen Verfahren, die Rentabilitätsvergleichsrechnung und die Amortisationsrechnung. Wir gucken uns nun näher die Rentabilitätsvergleichsrechnung an. Im Zuge einer Gewinnvergleichsrechnung sollte auch der Kapitaleinsatz mit einbezogen werden, wenn er stark differierende Werte aufweist. Die Kapitaldifferenzierung setzt auf eine korrigierte Gewinngröße ins Verhältnis zum durchschnittlich gebundenen Kapital. Korrigierter Gewinn gleich originärer Gewinn plus A0 durch 2 mal I.
Also A. Rentabilität. Korrigierter Gewinn durch den durchschnittlich gebundenes Kapital. Der korrigierte Gewinn ist somit der Gewinn vor Abzug von Fremdkapital bzw. kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen. Bei der Rentabilitätsvergleichsrechnung vergleicht man die projektindividuelle Rentabilität mit der vom Investor gewünschten Mindestverzinsung I. Ist er größer als I, wird die Investition realisiert. Bedeutet, welches eingesetzte Kapital hat sich wie verzinst? Und Investitionsentscheidung. Ja. Jetzt Amortisationsrechnung. Wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Die Amortisationsrechnung ist auch als Payoff-Methode bekannt und schaut über eine repräsentative Einzelperiode hinaus. Es werden nicht Kosten und Leistungen, sondern Einzahlungen und Auszahlungen betrachtet. Die Amortisationsrechnung will feststellen, wie viele Perioden es dauert, bis sich die Anschaffungsauszahlung durch Kapitalrückflüsse amortisiert hat. Beispiel: Liegen die jährlichen Einzahlungsüberschüsse bei 25.000 Euro und beträgt die Anschaffungsauszahlung 100.000 Euro, dann beziffert sich die Amortisationsdauer auf 4 Jahre. Risikoscheue Investoren neigen dazu, eine kurze Amortisationsdauer zu bevorzugen. In der Praxis wird die errechnete Amortisationsdauer mit einer Soll-Amortisationsdauer verglichen. Wir haben hier eine Übersicht zur Amortisationsrechnung mit A0, Einzahlungsüberschüsse, T0 bis 4 und die verschiedenen Jahre und die Amortisationsdauer. Hier sieht man, es dauert 4 Jahre, bis ein Einzahlungsüberschuss passiert. So, dazu die Übung. Die Property Management AG erhält zusätzlich ein Angebot für eine kleinere Reinigungsmaschine. Sie kostet in der Anschaffung 20.150 Euro und kann Einzahlungsüberschüsse im Jahr von ca. 5.000 Euro realisieren. Von der Geschäftsführung ist eine Sollamortisationsdauer von 4 Jahren vorgegeben. Was empfehlen Sie der Geschäftsführung? Die Amortisationsdauer liegt für diese Maschine über den vorgegebenen 4 Jahren, allerdings liegt sie nur leicht darüber. Es ist zu diskutieren, ob bei einem solchen Ergebnis diese Investition vorzunehmen ist, obwohl streng genommen nach der Amortisationsrechnung die Investition abzulehnen wäre, weil erst nach 4 Jahren. Die Einzahlungsüberschüsse sind circa Angabe. Sie wäre gegebenenfalls zu konkretisieren überprüfen. Möglicherweise liegt der tatsächliche Wert höher und die Maschine würde sich in 4 Jahren amortisiert haben.
Für eine finale Entscheidung sind weitere Informationen gegebenenfalls hinzuzuziehen, zum Beispiel die Kundennachfrage und die Auslastung. Wir kommen zur kritischen Würdigung im statischen Verfahren. Kosten-, Gewinn- und Rentabilitätsvergleichsrechnung. Fiktive Jahresabrechnungsperiode als fiktive Zahlen. Periodisierte Erfolgsgrößen, Verzicht auf Planungsgenauigkeit, Vernachlässigung zeitlicher Präferenzen, fehlende Zahlungsgleichheit von Erlösen und Kosten. Amortisationsrechnung, keine sachgerechte Risikoberücksichtigung. Willkommen zum dynamischen Verfahren. Stichpunkte hierzu. Die dynamischen Ansätze der Investitionsrechnung basieren auf finanzmathematischen Verfahren mit dem Ziel, Investitionsentscheidungen zu optimieren. Dabei berücksichtigen sie den gesamten Investitionszeitraum und zeitliche Präferenzen. Zeitlicher Wert als Geld. Bei diesem Verfahren bedient man sich der Auf- und Abzinsung von Beträgen und verwendet Ein- und Auszahlungen als Rechengröße. Dabei sollen Zahlungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen, durch Aufzinsung bzw. Abzinsung auf einen einheitlichen Zeitpunkt vergleichbar gemacht werden. Die Kapitalwertmethode ist das gängigste Verfahren in der dynamischen Investitionsrechnung. Er drückt aus, was Gelder unterschiedlicher Perioden in der Anfangsperiode t gleich 0 wert sind. Die Investition ist vorteilhaft nach der Kapitalwertmethode, wenn k 0 größer als 0 ist. Interpretation der Annuität. Aus ökonomischer Sicht bezeichnet die Annuität den Betrag, den man am Ende jeder Periode zusätzlich konsumieren kann, wenn man die Investition durchgeführt und auf die Alternativanlage verzichtet hat. Kriterium 1 dazu ist: Wähle die Investition in positiver Annuität. Kriterium 2. Wähle bei mehreren Alternativen die Investition mit der höchsten Annuität. Abzinsungsfaktor ist der Kehrwert des Aufzinsungsfaktors. Rentenbarwertfaktor ist das Resultat aufaddierter Abzinsungsfaktoren. Annuitätenfaktor ist der Kehrwert des Rentenbarwertfaktors. Annuität A gleich Rente. Von K0 in zukünftige gleichbleibende Perioden bzw. was die Investition jede Periode wert ist. Wir kommen zur Struktur des Zahlungsstroms eines Investitionsprojekts. Da haben wir in T0, T1 und T2 Auszahlungen, die Minus sind. Dann Einzahlungen in Pink, die Plus sind und L. Das ist wohl die Liquidität.
Überblick und Hintergrund zu den dynamischen Verfahren. Finanzmathematische Verfahren. Ziel: Optimierung von Investitionsentscheidungen. Berücksichtigung des gesamten Investitionszeitraumes und Berücksichtigung zeitlicher Präferenzen. Wir haben hier die notwendigen Informationen wie A0, die Anschaffungsauszahlung, ET, die Einzahlung zum Zeitpunkt T, Periodenende, AT, Auszahlung zum Zeitpunkt T, Periodenende, N, Anzahl der Nutzungsdauerperioden, LN, Liquiditätserlös zum Ende der Nutzungsdauer und I, den Kalkulationszinsfuß, die gewünschte Mindestverzinsung. Dazu gibt es einiges an Begriffsdefinitionen. Dann fangen wir mal mit der Abzinsung an. Hierbei wird der Wert einer zukünftigen Zahlung für einen Zeitpunkt, der vor dem der Zahlung liegt, berechnet. Ja. Mittels Abzinsung kann der gegenwärtige Wert, der Barwert einer zukünftigen Zahlung ermittelt werden. Aufzinsung. Hier wird der Wert, den eine Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt hat, ermittelt. T, Geld und das Aufzinsen. Dann haben wir die Opportunitätskosten. Nach dem Opportunitätskostenkonzept entsprechen die Eigenkapitalzinsen dem entgangenen Ertrag aus der optimalen, risikoadäquaten Alternativanlage des Eigenkapitals. Und zuletzt die Begriffsdefinition der Modellannahme. Die Modellannahme hat Probleme. Wie Sollzins versus Habenzins und Zinsschwankung während der Investitionsdauer. Die Modellannahme hat eine Prämisse, denn der Investor kann während des gesamten Planungszeitraums jeden beliebigen Geldbetrag zu einem einheitlichen Zinssatz I ausleihen bzw. anlegen. Dies ist das Modell des vollkommenen Kapitalmarktes. Ja. Die dynamischen Verfahren haben Zinsfaktoren. Die dynamische Investitionsrechnung hat die Aufgabe, Zahlungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen, durch Aufzinsung und Abzinsung auf einen einheitlichen Zeitpunkt vergleichbar zu machen. Da gibt es den Aufzinsungsfaktor 1 plus i in Klammern hoch t. Welchen Endwert hat eine gegenwärtige Zahlung in Zukunft? Dann der Abzinsungsfaktor 1 durch in Klammern 1 plus i hoch t. Welchen Gegenwartswert hat eine zukünftige anfallende Zahlung heute? Wie viel kostet mich also die heutzutage die Zahlung, die in Zukunft kommt? Dann der Rentenbarwertfaktor. Der ist in Klammern 1 plus i, Klammer zu hoch n, minus 1, geteilt durch i in Klammern 1 plus i, Klammer zu hoch n. Welchen Gegenwartswert hat eine gleichbleibende jährliche Rentenzahlung, RN?
Und als letztes der Annuitätenfaktor. I mal, Klammer auf, 1 plus i, Klammer zu, hoch n, geteilt durch, Klammer auf, 1 plus i, Klammer zu, hoch n, minus 1. Wie hoch ist die jährliche Rente, RN, die aus einem Gegenwartswert Z0 gezahlt werden kann? Dazu eine Übung mit einem Kalkulationszinsfuß von 10%. Die ökonomischen Fragestellungen zu den einzelnen Sachen. Wie hoch ist der Endwert eines in T0 verfügbaren Betrages? Z1000 in T1, 2 und 3. Da nimmt man dann die Z0 mit 1000 Euro. Das ist zum Beispiel hier 1000 Euro plus i 10%. Klammer zu, hoch T, Periode und dann durch 1, 2 oder 3 und dann kommen diese unterschiedlichen Zahlen dabei raus. Dasselbe mit dem Abzinsungsfaktor. Man setzt einfach die Zahl hier rein und rechnet dann einmal die Klammern und Rechnungen aus und kommt dann auf die verschiedenen Ergebnisse in den verschiedenen Fragen, die hier gestellt werden. Wir kommen zu der Kapitalwertmethode im dynamischen Verfahren sowie den Begriffsbestimmungen. Der Kapitalwert K0 ergibt sich aus dem Barwert aller einem Investitionsvorhaben zurechenbaren Einzahlungen ET und Auszahlungen AT. Die Kapitalwertmethode ist das gängigste Verfahren in der dynamischen Investitionsrechnung. Sie drückt aus, was Gelder unterschiedlicher Perioden in der Anfangsperiode T0 wert sind. Es gibt die Kapitalwertformel K0 gleich Summe n T gleich 0 in Klammern ET minus AT, Klammer zu, mal 1 durch in Klammer auf 1 plus I, Klammer zu, hoch T. Investition vorteilhaft, wenn K0 größer als 0. Wirklichkeitsfremde Annahme. Modell des vollkommenen Kapitalmarktes. Einstiegsbeispiel mit der Ausgangssituation. Wir haben eine Anschaffungsauszahlung von 50 Geldeinheiten und einen Einzahlungsüberschuss von in T1 40 Geldeinheiten, einen Einzahlungsüberschuss in T2 von 30 Geldeinheiten und einen Kalkulationszinsfuß von 10%. Hier einmal veranschaulicht, wie so eine Abzinsung passiert. 40 Geldeinheiten, 30 Geldeinheiten. So, wir zinsen die 40 Geldeinheiten ab und wir zinsen die 30 Geldeinheiten ab. Wie viel ist das Ganze jetzt wert? Es ist jetzt gerade etwas über 50 Euro wert. Aber weniger, als es eigentlich wert wäre. Ne? Und wir kommen dazu, in K0 haben wir halt einmal die 50 Anschaffungs-, wir müssen 50 einzahlen, haben dann hier alles eingetragen, dann haben wir den
Überschuss in T1 und T2 von 40 und 30. Das wird auch alles in die Formel mit eingetragen. Und dann haben wir hier, also wir müssen die 50 Euro, die wir einzahlen, ins Minus setzen. Dann ist so, dass die 50 Euro, die wir jetzt einzahlen, in Wirklichkeit nur 11,15 Euro wert. Ja. Aber sie ist positiv. Sie könnte auch negativ sein. Und weil sie positiv ist, ist die Investition vorteilhaft. Da der Kapitalwert positiv ist, auch wenn er nicht hoch ist. Die einfache Verzinsung des Kapitals am Kapitalmarkt würde eine geringere Verzinsung ergeben. Also Opportunitätskosten. Wir haben hierzu wieder eine Übung. Und zwar haben wir wieder die Property Management AG. Und diese plant zur Raumpflege immer noch eine Reinigungsmaschine anzuschaffen. Im Rahmen der statischen Investitionsrechnungsverfahren wurde hierzu eine Investitionsempfehlung ausgesprochen. Für eine Erweiterungsinvestition möchte man nun einen neuartigen Reinigungsvorsatz für die angeschaffte Maschine erwerben. Ja, und sie kostet 6.000 Euro in der Anschaffung. Es ist prognostiziert, dass sie 4 Perioden im Einsatz ist und sie erzielt jeweils die folgenden Einzahlungsüberschüsse: in T1 2.000 Euro, in T2 1.500 Euro und in T3 1.700 Euro sowie in T4 2.000 Euro. Wir haben einen Kalkulationszinsfuß von 8%. Ja, und jetzt wird gefragt: Ist die Investition auf Basis der Kapitalwertmethode vorteilhaft? Und dann rechnen wir das jetzt mal aus. Ja, da haben wir in T0 die 6.000 Euro Anschaffungsauszahlung. Wir haben die 8% Kalkulationszinsfuß. Und in T1 haben wir Einzahlungen von 2.000 Euro. Das wird abgezinsen, das zinsen wir jetzt und haben dann am Ende nur noch 1.852 Euro. Und das machen wir mit 4 Perioden und kommen dann zu einem Kapitalwert von minus 43 Euro. Warum? Weil die Anschaffungsauszahlung höher ist, als, wir kommen nochmal dazu zurück, als die Abzinsung ergibt, also das, was wir jetzt ausgeben und in Zukunft gewinnen, zinsen wir ab. Und das ist dann leider weniger als das, was wir eingezahlt haben. Ja, es sind 43 Euro Verlust quasi. Also sagt die Kapitalwertmethode, die Erweiterungsinvestition nicht machen. Weil Verlust. Wenn auch nur 43 Euro. Jetzt. Ach, es kommt eine marktliche Veränderung. Und der Kalkulationszinsfuß hat sich jetzt zu 6% korrigiert. Hat diese Korrektur jetzt einen Einfluss auf Ihre Investitionsempfehlung aus der vorherigen Rechnung? Wenn ja, welche und wieso? So, jetzt rechnen wir das nochmal alles mit 6%. Also 2000 mal 0,94 bla 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 haben dann 1800 bla 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 bla. Und jetzt rechnen wir 6000 plus, also minus 6000 plus die hier
Und auf einmal haben wir Plus. Oh, auf Basis der Kapitalwertmethode mit einem Plus von 233 Euro kann die Erweiterungsinvestition bei dem korrigierten Kapitalzinsfuß von 6% empfohlen werden. So schnell geht das. Und wieso? Ja, weil die 6% Abzinsungsfaktor beeinflussen den Gegenstandswert von, also von dem Wert jetzt so sehr, dass man sagen kann, man macht Plus. Und das sind nur 2% Abweichung. Ja, gut. Wir machen das. Wir kaufen diesen komischen Dingsabums, der Erweiterungsding. So, und jetzt kommen wir zu den Prämissen in der Annuitätenmethode. Die Annuitätenmethode verteilt den Kapitalwert einer Investition in gleichbleibende Jahresraten, also Annuitäten, auf die erwartete Nutzungsdauer. Es ist somit ein Ansatz, K0 in gleichbleibende nachschüssige Periodenzahlung A umzurechnen. A ist die Annuität, also Rente. Die Annuitätenmethode ist eng mit der Kapitalwertmethode verwandt, da sie nur eine finanzmathematische Variante der Kapitalwertmethode ist. Man greift auf den Annuitätenfaktor ANF zurück. Investition ist vorteilhaft, wenn A größer als 0 ist. Prämissen wie bei der Kapitalwertmethode. Und beide Verfahren führen zu gleichen Ergebnissen hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit einer Investition. Probleme bei Investitionsalternativen mit unterschiedlicher Nutzungsdauer. Also wenn sich da was verändert, gibt es Probleme. Bei der Annuitätenmethode sehen wir jetzt einmal den Prinzip des Ansatzes. Wir haben den Rentenbarwert K0. Die beiden Perioden haben darauf quasi einen Einfluss auf K0. Und bei der Annuität A ist es genau andersrum. K0 hat einen Einfluss auf das, was in den anderen kommt. So. Wie viel kostet es dann und dann? Und das heißt, wie viel kostet das zukünftig jetzt? So. Bei der Annuitätenmethode wird ein auf T0 bezogener Betrag K in eine gleichbleibende nachschüssige Periodenzahlung A umgerechnet. Diese Rente wird als Annuität bezeichnet. Die Abbildung oben zeigt einen positiven Kapitalwert und den gesuchten Entnahmebetrag im Zwei-Perioden-Fall. Den Barwert K einer nachschüssigen Rente A erbildet man als K gleich A mal RBF. Ja. So. So. Jetzt kommen wir zu den Entnahmeoptionen für Investitionen in der Annuitätenmethode. Ein Investor will den investitionsbedingten Vermögenszuwachs, Investitionserfolg einer Investition von 2 Jahren Nutzungsdauer für Konsumzwecke entnehmen. Hieraus sind 3 Fälle denkbar. Erstens Entnahme in T0, zweitens Entnahme in T2 und drittens Entnahme in gleichen Raten in T1 und 2. Hier Entnahmezeitpunkt, Entnahmebetrag und geeignete Investitionsrechnung. Entnahmezeitpunkt in T0 mit dem K0 Entnahmebetrag wäre dann die Kapitalwertmethode. In T2 wäre dann K0 mal, Klammer auf, 1 plus I, Klammer zu, hoch 2. Also bräuchten wir da ein vollständiges Zahlungstableau.
Und bei dem Entnahmezeitpunkt T1 und 2 hätten wir einen Entnahmebetrag von A1 gleich A2. Und deswegen wäre das dann die Annuitätenmethode, die wir nutzen müssten. Interpretation der Annuität. Aus ökonomischer Sicht bezeichnet die Annuität den Betrag, den man am Ende jeder Periode zusätzlich konsumieren kann. Wenn man die Investition durchführt und auf die Alternativanlage verzichtet. Auswahlkriterium 1. Wähle die Investition mit positiver Annuität. Auswahlkriterium 2. Wähle bei mehreren Alternativen die Investition mit der höchsten Annuität. So, Vergleich, Eingangsbeispiel. Rückblick, wir hatten das mit den Geldeinheiten. So, wir kamen dazu, in K0 haben wir 11,15 Geldeinheiten. Also, heute hält man 11,15 Geldeinheiten mehr als die Anschaffungsauszahlung von 50 Geldeinheiten. Also 61,15 Geldeinheiten. Der Betrag von 11,15 Geldeinheiten Kapitalwert kann sich der Investor in T0 ausbezahlen lassen oder in den nächsten zwei Perioden zu gleichen Beträgen verrenten lassen. So, und das ist jetzt der Unterschied. Dieser Betrag, Annuität A, errechnet sich wie folgt. A gleich C0 mal, Klammer auf, 1 plus i, Klammer zu, hoch t, mal i durch, Klammer auf, 1 plus i, Klammer zu, hoch t, minus 1. Alternativ kann man allerdings auch nutzen, a gleich C0 mal 1 durch RBF. Den Kehrwert des RBF gleich Annuitätenfaktor ANF. Für das Eingangsbeispiel ergibt sich A gleich 11,15 mal 1,1 hoch 2 mal 0,1 geteilt durch 1,1 hoch 2 minus 1 ergibt 11,15 mal 0,5762. A gleich 6,42 Geldeinheiten. Und jetzt gibt es drei Optionen. A. Wir investieren 50 Geldeinheiten und erhalten in T1 40 Geldeinheiten und in T2 30 Geldeinheiten. B. In T0 den Kapitalwert von 11,15 Geldeinheiten zu erhalten. C in T1 6,42 Geldeinheiten und in T2 6,42 Geldeinheiten zu erhalten. Alle drei Optionen sind indifferent. Wir interpretieren jetzt die Ergebnisse des Eingangsbeispiels und zwar mit der Annuität als Kennziffer der Vorteilhaftigkeit von Investitionen. Wir haben die positive Annuität. Diese zeigt, welchen gleichbleibenden Jahresbetrag der Investor als Erfolgsrate entnehmen kann, ohne sein ursprüngliches Reinvermögen zu verringern. Und es zeigt, um welchen gleichbleibenden Jahresbetrag die objektbezogenen Einzahlungsüberschüsse im Krisenfall absinken können, ohne dass das Investitionsprojekt unvorteilhaft wird. Sowie die negative Annuität. Und diese zeigt beispielsweise an, mit welchem jährlichen Subventionsbetrag man sich unvorteilhafte Investitionsobjekte bezuschussen müsste, damit sich die Investitionsmaßnahmen für das Unternehmen gerade noch
tragen lassen. Dazu gibt es dann auch noch eine Übung mit der Property Management AG, die jetzt einen Ausbau der Immobilie für 100.000 Euro plant. Durch diese Erweiterung können in den nächsten 4 Jahren zusätzliche Einzahlungsüberschüsse von jährlich 40.000 Euro erwirtschaftet werden. Und der zu erwartende Kapitalmarktzins liegt während dieser Zeit bei 8%. So, jetzt soll man beurteilen, wie vorteilhaftig ist diese Investition anhand der Kapital- und der Annuitätenmethode. Hier die Auszahlung. Ne? Dann haben wir den Barwert, den Kapitalwert. So, das hier ist die Investition in T0 Wert. Und zwar 32.480 Euro. Und dann die Annuität. Der Kapitalwert mal dieser Formel sagt, dies hier 32.480 mal 0,302, das heißt 9.809. Beide Ergebnisse sind positiv. Deswegen kann man die Investition empfehlen. Oh nein, jetzt bin ich in der Abtei verrutscht. Ich bin verrutscht. Nein. So, kleine Pause. Ungewollt, aber passiert. War auch schon. Hier sind wir ja bei den dynamischen Verfahren und ich versuche hier gerade mal die Kommentare hier auszuschalten. Ich verstehe auch nicht, warum die hier eingeschaltet sind. Also ich weiß nicht. Hier ist irgendwie die der Editor ist irgendwie hier. Ah, jetzt sind sie. Ne, sind wieder da. Die Formatierungen sind leider mit aufgenommen hier. Ich weiß nicht warum.
Dynamische Verfahren, Methode des internen Zinsfußes. Der interne Zinsfuß R zeigt an, zu welchem Prozentsatz sich das in einem Investitionsprojekt gebundene Kapital verzinst. Wir lösen nach R auf, also Rentabilität der Investition. Und es gibt dazu verschiedene Entscheidungsregeln im Hinblick auf die interne Verzinsung R und den Kapitalkosten I. So, R größer als I, Investition vorteilhaft. R gleich I, Entscheidungsdifferenz. Und R kleiner als I, Investition unvorteilhaft. Hier ist ein Fehler. Definition. Der interne Zinsfuß ist derjenige Zinsfuß, bei dem der Kapitalwert C0 gleich 0 ist. Denken in Zinsgrößen. Vergleich Kapitalwertmethode, Denken in Geldbeträgen. Stehen mehrere sich gegenseitig ausschließende Investitionsobjekte zur Wahl, sollte sich der Investor für das Objekt mit dem höchsten internen Zinsfuß entscheiden. Investor ist indifferent, wenn interner Zinsfuß gleich den Kapitalzinsfuß ist. Ökonomische Interpretation. Interner Zinsfuß gibt die Rendite der Investition an. Bei vollständiger Eigenfinanzierung gibt er die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals an. Bei vollständiger Fremdfinanzierung gibt er den Zinsfuß an, bis zu dem der Kreditgeber die Zinsen anheben könne, ohne dass das Projekt für den Investor unrentabel wird. Bei T gleich 1 und T gleich 2 exakt übereinstimmen, bei T größer als 2 über Interpolation möglich. Hier eine Übung dazu, und zwar geht es hier wieder um einen Reinigungsvorsatz, so wie im letzten Beispiel, mit 16.000 Euro, und diese sollen sich schon in 2 Jahren amortisiert haben. Hierzu tragen die hohen Einzahlungsüberschüsse in T1 von 8.640 Euro und in T2 von 10.640 Euro bei. Der Kapitalmarktzins beträgt 5,7% pro Jahr. Ermitteln Sie den internen Zinsfuß mittels grafischer Näherlösung mit den Versuchszinssätzen I gleich 12 und I gleich 13. Wie interpretiert man nun dieses Ergebnis? Also dieses Ergebnis. Der Kapitalwert für I gleich 12 ist 196 Euro und der Kapitalwert von I13 ist minus 21 Euro.
Zwischen diesen beiden Kapitalwerten liegt ein Zinsfuß, bei dem der Kapitalwert 0 ist. Der Schnittpunkt der Geraden C01 und C02 mit der Abzisse, dem Zinswert, zeigt den internen Zinsfuß an. Der interne Zinsfuß lässt sich hier mit ca. 12,9 ablesen. Also wir haben hier die 12 mit den 196 Euro und hier den 13 mit dem minus 21 Euro. Und 0 liegt bei ca. 12,9. Den haben wir so hier. Ja, mit 12 und das wären dann hier so. Ja. Weil 12,9. Das ist so hier. Also man müsste sich vorstellen, hier bei 0 ist auch nochmal so ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und dann bei 0, da wo der sich schneidet, haben wir dann den Zinsfuß. Und dann gibt es noch die optimale Nutzungsdauer, das ist die technische Nutzungsdauer und diese ist in der Regel unwirtschaftlich. Das Konzept der wirtschaftlichen Nutzungsdauer gebietet, die Investition zu beenden, sobald der Kapitalwert C0 sein Maximum erreicht hat. Die Kapitalwertmethode hilft bei der Identifikation der Nutzungsdauervariante, die den Höchstbetrag zum Ziel langfristiger Gewinnmaximierung leistet. Hintergrund zur optimalen Nutzungsdauer: Die technische Nutzungsdauer einer Maschine kann durch ständige Unterhaltungsmaßnahmen und den Ersatz ganzer Bauteile beliebig verlängert werden. Dies ist in aller Regel aber unwirtschaftlich. Heißt, man kann so lange an einem Auto neue Bleche dran schweißen, wie man will. Das kann ewig laufen, ist aber aus BWL-Sicht unwirtschaftlich, weil der Verlust des Geldes durch die längere Nutzung höher ist, als wie wenn ich den nach zum Beispiel 6 Jahren verkaufe. Die wirtschaftliche Nutzungsdauer löst sich vom technischen Aspekt. Frage: Welche Nutzungsdauervariante leistet den höchsten Beitrag zum Ziel langfristiger Gewinnmaximierung? Das Konzept der wirtschaftlichen Nutzungsdauer gebietet, die Investition zu beenden, sobald der Kapitalwert C0 sein Maximum erreicht hat. Technische versus wirtschaftliche Nutzungsdauer. Beispiel. Hier gerne zum Mitlesen. In T5 haben wir hier einen Kapitalwert von 534 Euro, wenn ich in T5 verkaufe. Wenn ich jetzt noch ein weiteres Jahr nutze, verliere ich 28 Geldeinheiten. Beispiel Dienstfahrzeug. So, wann ist der Restverkaufserlös am höchsten? Ich investiere 20.000 Euro, habe Betriebsausgaben, Restverkaufserlös
Wann ist diese am höchsten? Nutzungsdauer. So, hier kann man jetzt ganz schön sehen, wie man sowas rechnet. Warum sich das jetzt so komisch verschoben hat, weiß ich nicht. Und zwar. In T1, T2, T3. Dies hier ist die Kapitalwertmethode. So. Jetzt haben wir hier nach dieser Berechnung tatsächlich in T3 das höchste Plus. Nach 3 Jahren. Die optimale Nutzungsdauer liegt dort, wo der Kapitalwert maximal ist. Die optimale Nutzungsdauer ist demnach 3 Perioden. Der Geschäftsführer sollte die Richtlinie über 4 Jahre Nutzungsdauer überprüfen. Das heißt, dass sich nach 3 Jahren ein anderes Auto zu holen, wäre wirtschaftlicher als nach 4. Weil 1000 Euro Unterschied. Kommen wir zur Unternehmensbewertung. Unternehmensbewertung im Rahmen von Investitionsvorhaben. Die Unternehmensbewertung kann mit dem Merkmal mit Eigentümerwechsel und ohne Eigentümerwechsel durchgeführt werden. Bei dem ersten geht es darum, welcher Preis vom neuen Eigentümer zu zahlen ist. Bei dem zweiten darum, ob sich gegebenenfalls eine weitere Kapitalzuführung lohnt. Das investitionstheoretische Konzept des Zukunftserfolges basiert auf der Kapitalwertmethode. Die Idee dahinter, der Käufer zahlt heute den Kaufpreis von A0 in der Hoffnung, dass die jährliche Kapitalrückflüsse ET-AT die Anschaffungsauszahlung A0 übertreffen, also Kapitalwertkriterium. Bei dem Ertragswertverfahren wird der durchschnittliche jährliche Gewinn, beispielsweise der letzten 5 Jahre, G mit dem Kalkulationszinsfuß I eventuell erhöht, um Risikozuschlag diskontiert. Bei dem Substanzwertverfahren wird ein Nachbau eines identischen Unternehmens finanziell dargestellt. Betriebsnotwendiges versus nicht betriebsnotwendiges Vermögen. Der Firmenwert, zum Beispiel Image etc., ist hier jedoch nicht enthalten. In der Praxis ist die Kombination aus Substanz- und Ertragswertverfahren gängig, bei der das arithmetische Mittel aus beiden Werten verwendet wird. Jeder kann sich an Medium und arithmetisches Mittel bitte erinnern. Ja, Medialwert, arithmetisches Mittel, einfache Mathematik. Einzel- versus Gesamtbewertung. Planung mit Bewertungsobjekt Unternehmen. Einzelveräußerung des Vermögensteile und es gibt die Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Dann gibt es die Bewertungsprinzipien in Abhängigkeit von der Planung. Das ist die Einzelbewertung und das die Gesamtbewertung. Hier sehen wir einmal mit und ohne Eigentümerwechsel, Unternehmensbewertung. So, und hier haben wir die investitionstheoretische Konzepte des Zukunftserfolgswertes. Ne? Da haben wir
Formeln, die den Zukunftserfolgswert ermitteln. Das heißt, wenn ich jetzt etwas kaufe und der Käufer will für das und das verkaufen, muss ich ja gucken, hat dieses Unternehmen in Zukunft überhaupt den Wert, dass ich mir das leisten kann, weil ich mache dann damit Erfolge. Besondere Schwierigkeiten der Zukunftserfolgswertermittlung. Zeitliche Extension. Laufzeit der Unternehmung teilweise unbegrenzt, auf jeden Fall länger als bei sonstiger Sachinvestition. Sachliche Extension. Hohes Investitionsvolumen, hohe schwierig zu prognostizierende Kapitalrückflüsse. Überblick über herkömmliche Verfahren der Unternehmensbewertung. Ertragswertverfahren. Gewinne der Vergangenheit als Ausgangsbasis für normalen Erfolg. Landesüblicher Zins als Kalkulationszinsfuß. Barwertorientierung. Endliche Lebensdauer versus ewige Rente. Durchschnittlicher jährlicher Gewinn der letzten 5 Jahre wird genommen und mit dem Kalkulationszinsfuß verrechnet, eventuell erhöht um Risikozuschlag von etwa 2-3% und dies wird diskontiert. Dann gibt es das Substanzwertverfahren. Man baut ein identisches Unternehmen nach oder bildet betriebsnotwendiges versus nicht betriebsnotwendiges Vermögen oder nimmt den Reproduktionswert, den Teilreproduktionswert und den Vollreproduktionswert. Und dann gibt es noch das Kombinationsverfahren, das Mittelwertverfahren. Wir nehmen jetzt einfach mal das Ertragsverfahren als herkömmlicher Ansatz. Fallstudium. Die Property Management AG erlebte in jüngster Vergangenheit einige Preiskämpfe mit einem jungen aufstrebenden Immobilienmaklerbüro. Das Management hat sich nach einigen Abwägen dazu entschieden, den Wettbewerber zu übernehmen. Es wird vermutet, dass die Gewinne der letzten 5 Jahre im Durchschnitt bei 50.000 Euro lagen. Der Marktzins liegt bei 5%. Für den Kalkulationszinsfuß wird er um den Risikozuschlag von der Property Management AG um 3 Prozentpunkte erhöht. Ermitteln Sie nun den Unternehmenswert nach dem Ertragswertverfahren. So. Wir haben den Ertragswert von 50.000 Euro und den teilen wir durch 0,08% und bekommen 625.000 Euro. Also 0,08%. Warum? I ist gleich 5% plus 3% sind 8%. Und wenn man das einfach nicht durch 1% nehmen muss, sondern eine vernünftige Zahl, nimmt man 0,08%, weil 1 wäre 100 und 0,08 sind 8. Jetzt kommen wir zum Substanzwertverfahren. Ermittlung des Unternehmenswertes gemäß Reproduktionsfiktion. Bilanzierungsfähige materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter, die betriebsnotwendig sind, werden einzeln mit dem Tageswert bewertet. Schulden reduzieren den Substanzwert. Nicht betriebsnotwendige Wertgegenstände werden mit dem Liquidationswert angesetzt. Aber originärer Firmenwert ist im Substanzwertverfahren nicht enthalten. Der originäre Firmenwert gehört eigentlich zur Substanz des Unternehmens. Ein Ansatz ist aber oft nicht möglich. Deshalb nimmt man das Kombinationsverfahren. Das heißt, der Unternehmenswert ist gleich der Ertragswert plus das Substanzwertverfahren geteilt durch 2. Und wir kommen zum letzten Abschnitt, und zwar der Finanzplanung.
Die Finanzplanung muss sich simultan an der Unternehmensplanung ausrichten. Aufgabe der Finanzplanung ist es, die kostengünstigsten Finanzierungsinstrumente auszuwählen und gleichzeitig die künftigen Zahlungsströme so zu kombinieren, dass weder Über- noch Unterliquidität entsteht. Die Ziele der Finanzplanung sind Kapitalkostenminimierung, Sicherung der Zahlungsbereitschaft, also strikte Nebenbedingungen, Liquiditätsvorsorge und es gibt verschiedene Anpassungsmaßnahmen zur Optimierung der Zahlungsmittelbestände, Über- und Unterliquidität. Zur Beobachtung und Analyse der Zahlungsmittelbestände und Vermeidung von Über- und Unterliquidität bedient man sich der Liquiditätskennzahlen 1, 2 und 3 Grades. Dankeschön. Ich weiß, es war nicht einfach, aber ja, es war viel und danke fürs Zuhören.